Ihr hört auch so gern Podcasts wie ich? Dann könnt ihr uns jetzt auch in der ARD Audiothek finden. Ernährungsdocs zum Hören. Sollen Monatshygieneartikel kostenlos sein? Oder sollen Frauen Menstruationsurlaub einreichen können? Ein Kommentar. Bei Mic Drop geht's um Meinungen. Und kontroverse Themen sind genau mein Ding. Mic Drop. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein komischer Ort, um in den Film einzusteigen, so eine Toilette. Aber genau hier spielt sich unser Problem ab. Es gibt Klopapier, es gibt eine Klobürste. Aber eine ganz entscheidende Sache fehlt ja irgendwie. Und zwar die Sache, die Frauen eben einmal im Monat brauchen. Also Tampons, Binden, Menstruationsprodukte eben. Und dass das ein Problem ist, weiß nicht nur ich aus eigener Erfahrung. Fast jede Frau hat schon mal erlebt, im entscheidenden Moment nichts dabei zu haben. Das sind dann echte Notsituationen. Ja, absolut. Dann ist man irgendwie auf dem Klo und denkt sich, ja, was jetzt? Und dann musste man halt unangenehm rumfragen oder sowas. Dann hat man Glück und man hat eine Freundin dabei oder man schreibt schnell jemandem. Ich meine, ich kann mir auch nicht aussuchen, ob ich jetzt meine Menstruation bekomme oder nicht. Ich habe gleich mal ein paar Gratis-Tampons verteilt, wenn es sonst schon niemand macht. Aber bei dem Thema geht es nicht nur um unangenehme Momente. Mangelnde Menstruationshygiene kann auch ernste gesundheitliche Folgen haben. Im Extremfall bis hin zum gefährlichen Toxic-Shock-Syndrom. Das ist glücklicherweise selten. Es kommt bei 3 von 100.000 Frauen vor. Das zeichnet sich typischerweise durch einen plötzlichen Beginn aus. Man hat sehr hohes Fieber. Man hat einen niedrigen Blutdruck, zusätzlich Hautausschläge am gesamten Körper. Wenn die Krankheit einen schwerwiegenden Verlauf nimmt, dann kann es zusätzlich zu Kreislaufinstabilitäten führen und auch zu einem Multiorganversagen und letztendlich auch zum Tod. Ich finde, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass es so weit kommen kann. Und bei Menstruationshygiene geht's auch ums Geld. Eine Studie der Organisation Plan International hat ergeben, dass die Zahl der Frauen, die aus finanziellen Gründen das Wechseln von Binden und Tampons herauszögern, in Deutschland bei 12% liegt. Bei den unter 24-Jährigen sogar bei 18%. Dass Menstruationsprodukte in öffentlichen Toiletten ihr Leben leichter machen würden, sagen 73%. Ich habe darüber mit Katharina Hofmann von Plan International geredet. Deswegen fordern wir kostenlose Menstruationsprodukte in allen Schulen und öffentlichen Einrichtungen. In Schottland gibt es sogar ein Gesetz, also da müssen städtische Einrichtungen und Bildungseinrichtungen Menstruationsprodukte zur Verfügung stellen. Und hier in Deutschland tut sich da auch was? An einigen Orten schon, zum Beispiel hier in Tübingen. Es ist eine der ersten Städte in Deutschland, die ganz offiziell kostenlose Menstruationsprodukte auf allen städtischen Damentoiletten auslegt. Lucia Köberlein ist für das Projekt zuständig. Es wird wahrgenommen, dass es Menschen gibt, die menstruieren und auf, also zur Hygiene auf der Toilette auch Binden und Tampons gehören und nicht nur Klopapier und Klobürste. Das gilt auch für die Toiletten im Rathaus. Anfangs hatte man Sorgen wegen Diebstahl oder Vandalismus. Jetzt nicht mehr. Also es gab schon Fälle, wo auffällig war, heute war aber der Spender schnell leer. Aber das ist wirklich selten. In der Regel läuft es sehr gut. Das wird von vielen auch als Wertschätzung wahrgenommen. Aber auch in Bayern tut sich was. Einzelne Gemeinden wie Unterföhring und Würzburg führen eigene Pilotprojekte durch. Und in manchen Unternehmen geht man noch weiter. Hier bei Everdrop in München zum Beispiel. Das Start-up gewährt seinen Mitarbeiterinnen sogar extra freie Tage, sogenannte Power Days, wenn sie ihre Periode haben. Wir möchten einfach diese Möglichkeit bieten, sich dann auch einfach an diesem Tag oder auch stundenweise rauszunehmen und dann ein bisschen mehr auf seinen Körper zu hören, damit man dann auch mit voll Power einfach wieder zurückkommen kann. Im Firmenterminkalender trägt man ganz einfach eine Erdbeere ein. Dann weiß auch jeder, okay, es geht eben darum und dann wird auch da Rücksicht genommen. Für Firmengründer David Löwe wäre das ein Modell für alle. Die Frage ist ja eigentlich eher, warum etwas, was total natürlich ist, als Krankheit betitelt werden soll. Warum sollten wir bei einer veralteten Denke bleiben? Dass das Thema enttabuisiert wird und sich pragmatische Regelungen im Job durchsetzen, ist vor allem für Frauen wie Tamara wichtig. Sie leidet unter Endometriose. Ihre Periode ist mit extremen Symptomen verbunden.
Ich werde wach von meiner Übelkeit. Erbrechen, Durchfall gehört dazu. Ich habe Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Mein schlimmster Fall zum Beispiel, bin ich komplett ohnmächtig geworden und bin umgefallen, weil sich einfach alles so verkrampft und zusammenzieht. Das macht schon wirklich was mit mir und das ist nicht, ich liege jetzt da und brauche eine Wärmflasche oder so. In ihrem neuen Job geht man offen und verständnisvoll mit dem Thema um. Bei ihrer letzten Arbeit war das nicht immer so. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, ich kriege meine Tage, ich muss nach Hause, mir geht's einfach nicht gut. Und dann kam halt die Aussage so, ja, das sind ja nur Bauchschmerzen. Wo man halt dann da steht und sagt, okay, also man schluckt dann wirklich erstmal. Oh Mann, dass sich Frauen heute echt noch solche Kommentare anhören müssen. Ich habe mich gefragt, müsste man die Sache nicht einfach gesetzlich regeln? Die frauenpolitische Sprecherin der CSU im Landtag findet freiwillige Angebote gut und will das Thema enttabuisieren. Aber ich halte halt dafür, ein Gesetz zu verabschieden, für unnötig. Also ich bin eher für Anreize schaffen, als Gebote oder Gesetze auszusprechen. Wenn man jetzt sagt, man macht kein Gesetz, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich überhaupt was ändert? Weil ich meine, dass Frauen bluten, das ist ja schon immer so. Damit wirklich was passiert, dafür muss es doch ein Gesetz geben. Egal wie oft Sie fragen, ich werde nicht für ein Gesetz sein. Ich bin einfach dagegen, wenn ständig vorgeschrieben wird. Klar kann man verschiedener Meinung sein. Natürlich gibt es für jede Sichtweise Argumente. Aber hier bei Mic Drop sage ich Ihnen am Ende auch meine Sicht. Es ist schon ein bisschen strange. Alle, mit denen ich heute gesprochen habe, sind sich eigentlich einig, dass der Zugang zu Menstruationsprodukten für Frauen einfach sein muss und vor allem kostengünstig, erschwinglich. Dass wir auch im Job anders damit umgehen, wenn fast die Hälfte der Menschheit vielleicht einmal im Monat nicht ganz so leistungsfähig ist. Aber im großen Stil ändert sich ja trotzdem nicht so wirklich was. Also, wie schaffen wir das? Klar ist es wichtig, offen zu reden über Menstruation, über Schmerzen, über Gefühle. Aber wenn sich auf freiwilliger Basis nichts tut, dann brauchen wir eben vielleicht doch eine gesetzliche Regelung. Ganz neu, die Ernährungsdogs als Podcast. Hört gleich mal rein. Wir zeigen euch, wie ihr mit der richtigen Ernährung Krankheiten lindern und vorbeugen könnt. Leckere Rezepte gibt's obendrein. Hier geht's zu unseren Folgen in der ARD Audiothek.